So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein etwas anderes Video, und zwar geht es heute um ein Schreiben und ein anderes Thema außer Gaming, aber es ist mit Sicherheit für den einen oder anderen interessant. Ich hoffe es nicht, aber ich möchte auf jeden Fall da generell eine kleine Warnung rausschicken an Leute, die da vielleicht betroffen sind. Und zwar geht es darum, wie ihr vielleicht im Videotitel schon gesehen habt, mein Vater hat ein Schreiben bekommen von der Rechtsanwaltskanzlei Krombal in Berlin. Und geht hier tatsächlich um ich muss gerade die Adresse ein bisschen abdecken. Wie kann ich es zeigen, dass ihr seht? Ein physisches Schreiben, Rechtsanwaltskanzlei Krombal. Und da geht es drum, und das lese ich jetzt mal vor. Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung. Wir wenden uns im Auftrag unserer Mandatschaft der 20th Century Fox Ltd. 3132 Soho Square, Soho, London an Sie. Anlass ist eine über Ihre IP-Adresse begangene Urheberrechtsverletzung auf der folgenden illegalen Streaming-Plattform Kinox.to. Laut Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 26. April 2017, Aktenzeichen blablabla, sind die Handlung der Nutzer, welche Kinofilme bzw. Serien aus illegalen Quellen streamen, rechtswidrig. Hier IP wurde festgestellt und somit haften sie für die Urheberrechtsverletzung. Also auf jeden Fall mal, es sieht schon sehr seriös aus. Ich meine, jeder von euch kennt diese E-Mails von wegen, ja, sowas eben und Abmahnung und sowieso, da geht ja schon niemand mehr drauf ein. Aber wenn man tatsächlich mal ein physisches Schreiben, hier so ein Brief vor sich hat, ja, dann geht einem kurz die Düse. Und hier geht es immerhin um Gerichtskosten hier anzusetzen, Ermittlungen, Mehrwertsteuer, eine Gesamtsumme von 891,31 Euro. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Die ganzen Sachen hier mit Unterschrift unten. Auch nochmal der Ankläger. Ich kann es mal reinhalten. Das ist ein bisschen spiegelverkehrt. Jetzt halte ich es zu. Toll, okay. Im Voraussetzung. Hier Bankverbindung unseres Mandaten. Zahlungsempfänger. Blablabla. Century Fox. Ist auch ein Konto in England. Betrag. Rechtsanwalt. Dr. Oliver Krombal. Auch unten alles mit Fuß, Zeile, Adresse und was weiß ich. Dann haben wir erstmal nachgeschaut und ja, ich denke, da wird jeder erstmal so, okay, Moment, fahre ich auf Kinox? Ich meine, das ist eine generelle Sache, ich denke, viele haben da jemals schon mal auf Kinox geschaut oder Kino.to damals, und ich denke, also es ist definitiv so, es ist ein Fake. Ihr seht auch im Hintergrund hier schon eine Seite, die habe ich schon aufgerufen, wo es speziell um dieses Schreiben geht. Und das haben wir zum Glück auch relativ schnell gefunden. Des Weiteren war krass, also die müssen auch speziell in der Umgebung oder so massenhaft gerade diese Schreiben rausgeschickt haben, dass sogar bei uns die örtliche Zeitung, ich heb's gerade mal rein, die örtliche Zeitung sogar einen Bericht darüber geschrieben hat. Also ist schon krass auf jeden Fall. Also ich denke, dass die gerade halt da eine Riesenaktion gestartet haben. Jeder kennt E-Mails, wie gesagt, aber ein physisches Schreiben ist krass. Und dann könnt ihr euch vorstellen, so jeder oder vielleicht einer gleich so, scheiße, ich habe doch da gestreamt und ist es jetzt doch strafbar und echt seriös aufgesetzt, und aber 891 Euro ist natürlich schon eine Hausnummer. Wenn das, keine Ahnung, 100 Leute überweisen aus Angst, weil meistens ist es so, dass das eben aus Angst dann geschieht. Aber fallt da bitte nicht drauf rein. Also ich möchte euch mit dem Video sagen, fallt darauf nicht rein. Das ist Betrügereien, die Kanzlei gibt es so nicht, und das ist eine Betrügerei. Deswegen habe ich auch gerade speziell die Zeitung nochmal gezeigt und im Hintergrund den Link kann ich auch in die Videobeschreibung nochmal rein, dass ihr euch das in Ruhe nochmal durchlesen könnt. Hier auch nochmal, zahlen Sie aber auf keinen Fall. Und ja, ist auch vom 4.01.2018, ist also auch noch aktuell. 22.12. wurde es veröffentlicht.
Hier sehe ich gerade noch ein Update, ist ganz gut. Die Fake-Kanzlei Gromball aus Berlin versucht telefonisch Kontakt zu den Abgemahnten aufzunehmen, um diese durch Druck zur Zahlung zu bewegen. Ein echter Anwalt hat für derartige Spielereien meist keine Zeit. Den echten Abmahnanwalt stehen auch die Telefonnummer der Abgemahnten nicht zur Verfügung. Also es ist nochmal so eine bekannte Sache. Ich hatte ja auch schon mal in einem anderen Video gesagt, dass ich auch schon mal mit so Abmahnungen und mit so Betrügern Probleme hatten und die gehen dann echt so weit. Und hatten bei mir damals schon angedroht, dass sie jemanden vorbeischicken und das Geld eintreiben. Aber im Endeffekt habe ich nicht bezahlt, es ist niemand gekommen. Und es wird hier genauso sein, die sagen, wie sie es unten schreiben, die versuchen dann Druck aufzubauen, Angst zu machen und drohen wahrscheinlich auch noch viel höhere Gelder an. Alles einfach, um euch Angst zu machen. Und lasst euch da aber nicht einschüchtern, falls die bei euch anrufen sollten, falls die bei uns anrufen, werde ich es auf jeden Fall berichten, bis jetzt noch nicht. Habe ich hier auch gerade gelesen, es ist das Update vom 3.1. Und dann hoffe ich, dass es möglichst viel erreicht. Hoffe, noch niemand hat dafür bezahlt, weil das Geld seht ihr nie wieder definitiv. Da habt ihr keine Chancen, das zurückzubekommen. Dann hoffe ich, dass das viel möglich erreicht und euch warnt und euch auch ein bisschen die Angst nimmt. Weil wie gesagt, wir haben erstmal auch gedacht, so okay, krass, dass man es wirklich per Schreiben so seriös aufgesetzt hat. Das hatten wir auch noch nie. Und wir haben dann auch gleich geguckt. Ich habe dann aber auch so überlegt, so wird dir die Zahlung wirklich ans 20th Century Fox gehen? Das ist so gemacht, dass man so, oh shit, es geht wirklich um diese Firma, aber die Zahlung wird meines Wissens, ich bin da jetzt nicht sicher, aber ist auch egal, meines Wissens wird die Zahlung erstmal an den Anwalt gehen und er nimmt dann seinen Teil weg oder kriegt seinen Teil von der Firma. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, nagelt mich da jetzt auch nicht fest, aber es ist von Anfang an, sind wir der Sache sehr kritisch gegenüber gestanden und haben schon befürchtet, dass es da wieder um einen Betrug geht und haben dann auch durch den Zeitungsartikel und auch durch die Online-Recherche, bei sowas ist es immer gut, mal online noch zu gucken. Guckt auch lieber nochmal online, egal um was für Sachen es geht. Nicht, dass ich euch jetzt sage, ja, ihr braucht da nichts zu machen, habt ein ganz anderes Schreiben und da geht es wirklich um irgendwas. Also Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, checkt das alles ab, mehrere Wege am besten, im Notfall geht zur Polizei und ja. Dann danke ich auf jeden Fall fürs Einschalten, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr Bock habt, ansonsten halt nicht. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und ihr habt noch nichts bezahlt und vielleicht habe ich damit eure Angst genommen und euch ein bisschen beruhigt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.